Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, statt mit einem Dringlichkeitsantrag an die Charta der Heimatvertriebenen zu erinnern und dazu Aktionstage in Schulen zu fordern, sollten sich die Antragsteller lieber dafür entschuldigen, dass sie den Heimatvertriebenen vielleicht in den letzten Jahren das Leben etwas schwer gemacht haben. Letztes Jahr wollten sie uns hier ihre Anbiederung an die Tschechei mit dem deutschlandfeindlichen Bundesdekreten als Partnerschaft auf Augenhöhe verkaufen. Dieses Jahr interpretieren Sie das Leid und Schicksal der Heimatvertriebenen in dreister Weise als Sehnsucht nach einem vereinten Europa um. Um mal einen Blick in die Charta zu werfen, was steht denn genau drin? Und ich zitiere jetzt: Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat zu trennen, bedeutet, ihn im Geiste zu töten. So steht es wortwörtlich drin. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Deutschland eine willkürliche Grenzziehung der Besatzer nach kolonialem Vorbild. Ungarn gedenkt bis heute seiner Zerstückelung und den dazukommenden Vertreibungen nach dem Ersten Weltkrieg. Gerade auch die Regierung steht hinter diesem Gedenken. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch beispielsweise Polen ein Opfer dieser Siegerpolitik. Durch die erzwungene Westverschiebung verloren Millionen Polen ihre angestammte Heimat im heutigen Weißrussland und in der Westukraine, die von Stalin, der damaligen Sowjetunion, einverleibt wurden. Hier treffen sich die Schicksale von Deutschen und Polen, denn die Verlegung des gesamten polnischen Staatsgebietes um hunderte Kilometer von Osten nach Westen ging auf Kosten der deutschen Ostgebiete. Folglich wurden Millionen Deutsche, hauptsächlich Frauen und Kinder, zu Opfern. Wie erklären Sie die Umwandlung dieser Opferrolle entsprechend Ihrem Antrag in eine Sehnsucht nach einem vereinten Europa, zum Beispiel, nehmen wir einen fiktiven Fall, einer nach Kriegsende von tschechischen Partisanen vergewaltigten sudetendeutschen Frau, ist es tausendfach passiert, deren Mann im Krieg gefallen war, die nicht wusste, wie sie ihre Kinder ernähren sollte, die im Zuge von Benesch-Dekreten mit ihrem Leben bedroht war und vielleicht für immer ihre angestammte Heimat verlassen musste. Wie wollen Sie dieser gebrochenen Frau oder ihren Nachkommen dieses Schicksal verkaufen, indem man sagt, es ist der Weg zum europäischen Frieden gewesen? Man kann den deutschen Heimatvertriebenen ihren Versöhnungswillen in den vor 70 Jahren, in der vor 70 Jahren verfassten Charta nicht hoch genug anrechnen. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Diese bildete einen bahnbrechenden Beitrag zur Verständigung der Völker, der seitdem immer wieder hervorgehoben wird. Es bleibt den Vertriebenen aber auch nicht viel anderes übrig. Wollten Sie den Wunsch eines Tages wieder in Ihren angestammten Heimat zu leben oder Ihren Hof, Ihr Land wieder zu bekommen, nicht endgültig begraben? Viele hofften noch bis heute darauf, dass das ihnen angetane Unrecht wieder zurückgenommen wird. Es geht nicht darum, dass sich Deutschland die Ostgebiete wieder krallt. Das ist vollkommen klar. Es geht um eine Anerkennung des Leides der Heimatvertriebenen, der Verbrechen anderer Völker an Deutschen durch die deutsche Politik, so wie es jede andere Nation auch tut. Zwischen 12 und 14 Millionen Vertriebene und 2 Millionen während der Vertreibung ermordete Deutsche nach Ende des Zweiten Weltkrieges sprechen ihre klare Sprache. Aufgrund der Gleichgültigkeit gegenüber Enteignung und Vertreibung der ganzen Politik der Vertriebenenverbände hat es nicht ernst seit der Regierungszeit von Herbert Frahm, besser bekannt unter seinem kommunistischen Kampfnamen Willy Brandt, den Spruch "Werden uns verraten, Sozialdemokraten", seine Gültigkeit bekommen und bis heute behalten. Und noch mehr, alle anderen Parteien schließen sich diesem Credo scheinbar an. Um es auf den Punkt zu bringen, wir brauchen keine Aktionstage an Schulen, sondern eindeutige Signale, beispielsweise die Benesch-Dekrete abzuschaffen, das Gedenken an das Leid würdig zu gestalten und aktiv das Unrecht von damals zu berichtigen. Vielen Dank.